Was ist das für Zeug? Und warum stapelt es sich hier? Warte mal. Nein, nichts. Hier scheint es nichts zu enthüllen zu geben. Moment, ist das eine Sackballkartensammlung? Aber eine Karte scheint zu fehlen. Okay. Gerüchten zufolge bist du ein Kenner seltener Sammelkarten. Das ist absolut lächerlich. Ich bin der dunkle Fährmann, Geleiter der Seelen. Ich habe keine Zeit für solch kindischen Unsinn. Oh, okay, mein Fehler. Dann muss ich wohl mit jemand anderem über diese äußerst seltene Sargballkarte reden. Welche Karte meinst du denn? Ach, das würdest du sowieso nicht verstehen. Nur Sammler können das beurteilen. Aber du redest nicht von der... Wer weiß? Der ultra seltenen Firefox-Karte, limitierte Edition mit holographischer Oberfläche und Fehldruck beim Stärkewert? Du bist also doch ein Sammler. Shh. Nicht so laut. Es gehört sich nicht für einen dunklen Fährmann, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Hat nicht jeder eine etwas peinliche Leidenschaft? Meine war das Pickel-Ausdrücken. Aber seit ich hier bin, sind die alle weg. Mein Gesicht besteht nur noch aus Knochen. Was ist denn jetzt mit der Karte? Was soll mit dir sein? Hast du sie? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich sie herbekomme. Wenn ich sie dir bringe, lässt du mich mitfahren. Deal? Deal. Okay, wahrscheinlich ist das beim... Müssen wir halt spielen und kriegen die Karte dann. Uns fehlt aber noch eine Karte zum Spielen. Hank, sei doch nicht so stur. Warum kommst du nicht da runter und wir unterhalten uns wie zwei Erwachsene über die Sache? Hm? Das hättest du wohl gern, was? In der Sekunde, in der ich meinen Posten verlasse, schnippst du doch mit den Fingern und im armen Sebastian sprießen die Knospen. Das kannst du mal schön vergessen. Streiten sie sich schon wieder, ey. Das muss nicht entkorkt werden. Okay. Ich denke, der Name ist hier Programm. Das kriege ich mit diesem Schlüssel nicht auf. Was? Aber hier haben wir wahrscheinlich eh noch nichts gerade. Dann gehen wir mal da rein. Da waren wir halt auch noch nicht drin, ne? Wie schön, dass du deinen Spaß mit unserer Türklingel hast, Liebes. Aber dieser Lärm erzeugt eine starke disharmonische Energie. Hä? Das Geschrei! Es ist viel zu laut! Ich kann dich nicht hören! Das Geschrei ist viel zu laut! Oh. Ich sollte diesen Krach wirklich abstellen. Hey, er hat versucht, mich zu beißen. Das wird er doch hoffentlich nicht nochmal machen, oder? Autsch! Beam it twice. Shame on me. Nein, ich habe meine Lektion gelernt. Junge, hey. Können wir ihn nicht im Mund stopfen? Es muss einen besseren Weg geben, ihn ruhig zu stellen. Es muss ein Bett. Junge! Was zur Hölle? Tschüss. Bevor du hier weiter herumschreinerst, Liebes, kümmere dich doch bitte erst einmal um diesen Lärm! Es muss einen besseren Weg geben, ihn ruhig zu stellen. Nein, nichts. Entschuldige! Was? Ich kann dich nicht hören!
Ich sollte diesen Krach wirklich abstellen. Aber wie? Haben wir hier irgendwas? Cocktailkarte? Ein Machtglas? Das ist das Herz. Sorry, Sonnenschein. Du kannst den Zimmerschlüssel deiner Tante nicht haben. Nicht, bis sie uns die astronomische Summe bezahlt, die sie uns schuldet. Ich kriege das viel leise. Es muss ein besser... Nein, ich habe meine Lektion gelernt. Boah, Junge. Oh, ist das nervig. War ich ja mal kurz. Wie kriegen wir den denn ruhig? Nein, ich hab meine Lektion. Das muss ein besser. Das muss ein. Das muss ein besser. Ja, aber wie denn? Tschüss. Bevor du hier weit. Oh. Den Korken habe ich nicht gesehen, ne? Mal sehen, ob ihn das beruhigt. Jetzt schweigt er wie ein Grab. Herrlich. Oh, viel besser. Möge die Liebe, die du aussendest, zu dir zurückkehren. Glaubst du, ich kann ihn mitnehmen? Sei frei wie ein Vogel und schnapp ihn dir. Ich habe ihn sowieso nie besonders leiden können. Hab gehört, dass er ein berühmter Sänger oder sowas ähnliches war, bevor er zum Schrumpfkopf wurde. Aber das ist lange vorbei. Jetzt fällt er nur noch durch sein furchtbares Geplärrer auf. Namaste, du wunderschöne Seele. Namas... was bitte? Ganz genau. Lass dich von abgenutzten Worthülsen in kein Sprachkorsett zwängen. Drücke dich in deiner ganz eigenen Weise aus. Ich fürchte, das wird eine eher seltsame Unterhaltung. Wer bist du? Oh, ich habe viele Namen. Die Zuteilerin, die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Ich bin eine Moira, eine Tochter, eine Liebende und vor allen Dingen eine Schwester. Ich bin Lachesis, aber meine Freunde nennen mich Lachi. Also, nenn dich alle Lachesis. Oh, sie ist schlagfertig. Das gefällt mir. Und die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Da ist kein Vaterschaftstest nötig, wenn du mich fragst. Was? Ich sehe genau wie meine Mutter aus. Wenn du das sagst, Prinzessin des Todes. Ich heiße Prim. So sei es. Prim. Meine Schwestern und ich heißen dich willkommen. Okay, ja. Keres schickt mich. Sie braucht Zugang zu ihrem Labor. So gern ich dir da helfen würde, meine Süße. Ich fürchte, diese Tür bleibt verschlossen. Sorry. Wir haben deine Tante viele Male gewarnt, aber sie hat die Miete trotzdem vergessen. Bist du sicher, dass du uns nicht in Keres Labor lassen willst? Sorry, Mondsichel. Nein. Du weißt nicht zufällig, wo die gerissenen Lebensfäden aufbewahrt werden? Keine Ahnung, Sonnenschein. Du solltest Atropos fragen, meine älteste Schwester. Sie ist diejenige, die sie zerschneidet. Also muss sie danach auch entsorgen, nehme ich an. Okay. Wo kann ich sie finden? Oh, sie schläft. Genau wie meine andere Schwester, Kloto. Im Obergeschoss? Nein. Wo sind sie dann? Genau hier. Du musst sie nur aufwecken. Ich verstehe nur Bahnhof. Genau hier? Sie, hat sie mehrere Persönlichkeiten oder was? Wer sagtest du gleich weiß über die gerissenen Lebensfäden Bescheid? Meine Schwester Atropos. Aber sie schläft. Wo denn? Sehr nett. Ich versteh's nicht. Bist du schon, Liebes, nachdem du sie aufgeweckt hast. Ich vermute mal, sie hat drei Persönlichkeiten. Was ist eine Moira? Wir sind die Schicksalsgöttinnen, Prim. Wir alle drei. Wir spinnen und messen die Lebensfäden der Menschen.
Und am Ende ihrer Zeit durchschneiden wir sie. Und was ist deine Aufgabe? Ich bin die Zuteilerin und messe die Fäden. Und so hast du auch. Oh, Kleine. Ja, ich habe auch den Lebensfaden deiner Mutter vermessen. Armes Ding. Es tut mir so leid. Hast du entschieden, wie lang er sein würde? Nein, nein! Wir entscheiden nicht. Das tut das Schicksal. Wir sind nur seine Dienerin, sozusagen. Die ausführende Gewalt. Sie fehlt dir bestimmt sehr. Können wir bitte über etwas anderes reden? Klar. Naja, und ich hab sie zerschnitten. Was ist das hier für ein Ort? Du bist in der Taverne zur nebligen Moira. Dem einzigen Gasthaus der Unterwelt. Ausgenommen von dieser schäbigen Spelunke in den Feldern von Asphodel. Aber angeblich wurden dort Minotaurus-Exkremente in der Küche gefunden. Unglücklicherweise muss ich dir mitteilen, dass unser einziges Gästezimmer jedoch vermietet ist. Vermietet und zurzeit gesperrt. Wie auch immer. Wir planen derzeit eine wahnsinnig tolle neue Attraktion in unserem Außenbereich. Glaub mir, wenn alles wie geplant läuft, werden wir von 5 Schädelbewertungen nur so überrollt werden. Was? Schädelbewertung? Ich glaube, du hast einen nicht ganz so heimlichen Verehrer. Ich glaube, du hast einen nicht ganz so heimlichen Verehrer. Du hast meinen Echo getroffen. Oh, ist er nicht herzallerliebst? Wo du davon sprichst, ist das da drüben... Sein Herz. Goldrichtig. Er hat es mir geschenkt, als Zeichen seiner Liebe. Ich verstehe immer noch nicht, warum Selbstverstümmelung romantisch sein sollte. Irgendwann wirst du es, mein Schatz. Die Achterbahnfahrt einer verbotenen Liebe. Oh, ja richtig. Deine Schwestern mögen ihn nicht, stimmt's? So ist es. Dabei brauche ich ihren Segen wirklich dringend. Weißt du, wir stehen uns sehr nah. Das muss hart sein. Oh, du hast ja keine Ahnung, wie hart. Was, wenn ich Echo dabei helfe, deine Schwestern davon zu überzeugen, dass ihr zwei füreinander bestimmt seid? Gibst du mir dann den Schlüssel zum Labor meiner Tante? Wenn du das für mich tust, Prim, dann werde ich alle Regeln dieser Welt, kreativ für dich auslegen. Aber sag's nicht deinem Vater, hörst du? Es schien ihm sehr wichtig zu sein, dass wir deiner Tante eine Lektion erteilen. Du weißt schon, weil sie immer so vergesslich ist. Kein Problem. Ich bin quasi Expertin darin, ihm Dinge nicht zu erzählen. Okay, Lachi, kannst du mir nicht ein wenig über dich und deine Schwester erzählen? Ich denke, ich werde woanders gebracht, also später noch. Lachi, kannst du mir nicht ein wenig über dich und deine Schwestern erzählen? Was ist zum Beispiel euer... Entschuldige, Liebes. Ich distanziere mich von jeder Art der Selbstdarstellung und versuche stattdessen, eins mit dem Universum zu werden. Außerdem will ich hinter dem Rücken anderer nicht schlecht über sie reden. Also sag ich lieber gar nichts über meine Schwestern. Außer, dass sie herzlose Monster sind, die mein Leben zerstören und alles ruinieren wollen, von dem ich jemals geträumt habe. Außerdem machen sie sich ständig über meine Rechtschreibung lustig. Okay. Was war das nochmal mit deiner Rechtschreibung? Kloto und Atropos machen sich immer deswegen über mich lustig. Okay, ich mag 1-2 kleine orthografische Problemchen haben. Pro Wort. Aber wer hat die nicht, oder? Du hattest recht. Deine Schwestern sind Monster. Ich denke, ich werde woanders gebraucht. Bis später, Lachi. Möge deine Reise voller Liebe und Licht sein, Prim. Aber das können wir auch als Tipp haben, ne? Guck mal, hier hinten ist eine Karte. Das haben wir zusammen alle. 8. Avery. So. Jetzt können wir spielen gehen. Cocktailkarte. Es ist die Getränkekarte. Sie heißt die Favoriten eurer Gastgeberin. Das müssen die Lieblingsgetränke der Mäuren sein. Jede von ihnen hat hier etwas geschrieben. Aber es steht nicht da, wessen Favoriten es sind. Mal sehen. Der erste Drink auf der Karte heißt Knobli Rinja.
bestehend aus Zuckerschnaps, einer Limette und drei ganzen Knoblauchzehen. Darunter steht eine Anleitung, wie man diesen Cocktail zubereitet. Aber sie ist voller Rechtschreibfehler und kaum lesbar. Dann steht hier Efeupunsch mit einer Bemerkung. Auch für meinen Fisch Schrödinger. Und zuletzt Rootbier ohne Efeu. Alles klar. Ihren haben wir schon mal, ne? Lieblingsgetränke. Aber ihren haben wir schon mal. Aha. Die Leute hier unten haben schon einen merkwürdigen Geschmack, wenn es um die Deko geht. Es ist die Getränkekarte. Das müssen die Lieblings... Der erste Drink auf der Karte. Darunter steht eine Anleitung, wie man diesen Cocktail zubereitet. Aber sie ist voller Rechtschreibfehler und kaum lesbar. Dann steht hier Efeupunsch. Und zuletzt... Haben wir hier noch irgendwas? Das ist Labor, Gartentür. Verschlossen. Okay, wir müssen da auf jeden Fall durch. Mal gucken, ob wir da was von dir kriegen deswegen. Willkommen zurück, Sonnenschein. Labor, Lebensfäden, Rechtschreibung. Achso. Ich denke, möge... Kennen wir. Ich geh mal nach oben. Bett. Eine Truhe. Mal sehen, was drin ist. Verschlossen. Oh. Er passt. Ich dachte mir, probiere ich mal einfach mal aus. Eine Packung Maulwurffutter? Eine Sackballkarte. Oh, noch eine. Sonst ist da nichts. Okay. Die ist neu. Warte mal, wo hatten wir jetzt die neue bekommen? Hier haben wir 4. Da haben wir nur eine. Da haben wir 4. Machen wir so. Vielleicht so kombiniert besser. Spinnradwecker. Scherenwecker. Notiz. Musste den ganzen Morgen saugen. Bin immer noch am Niesen. Musste den ganzen... Maßbandwecker. Ich finde deinen Fisch ziemlich verwirrend. Okay. Der übt bestimmt nur Rückenschwimmen. Oder? Der übt 3 äußerst seltsame Wecker. Einer hat Scherenblätter statt Zeiger. Der nächste sieht aus wie ein Spinnrad und der letzte... Soll das ein Maßband sein? Ich nehme gleich alle Wecker mit. Wenn schon, denn schon. Oh. Wir können die damit wecken, ne? Anti-Allergiker. In der Schublade liegen Allergiesprays, die mit Knoblauchzehen bedruckt sind. In der Schublade... Dann nimm mit. 3 verschiedene Kissen und Decken. Äußerst seltsam. Bilderrahmen. Ein gerahmtes Bild des verbotenen Waldes. Hey, da steht eine Widmung des Künstlers auf dem Rahmen. Alles Gute zum Geburtstag, Atropos. Deine Bella. Okay. Das ist nur ein leerer Bilderrahmen, der um ein Loch in der Wand aufgehängt wurde. Wenn man durchguckt, sieht man den Garten der Mäuren. Okay. Das ist nur ein leerer... Wenn man durch... Können wir da nicht durchgucken? Es zeigt den Hafen. Kloto, wann wirst du das Loch in der Wand reparieren? Sie kann schon Probleme beim Schreiben, ne?
Was haben wir hier noch? Es ist ein Poster, das zeigt, wie man das Feng Shui eines Raumes verbessert. Außerdem ist es voller Schreibfehler. Aber wer bin ich schon, das zu verurteilen? Also immer wieder von ihr, ne? Keine Panik. Ich werde mich nicht an der Spindel stechen und 100 Jahre schlafen. Okay. Haben wir hier jetzt alles? Machen wir mal ein Geschirr. Ich nehme an, unzählige Lebensfäden wurden damit durchtrennt. Halte dein haariges Viech fern von meiner Seite des Beets. Wir haben sonst alles. Ja. Nichts passiert. Lachesis? Lachesis ward nicht mehr gesehen. Aber du bist... Die Tochter des Todes, verwirrt ob der Antwort, die sie erhalten hatte, blickte auf Atropos, die Unabwendbare, Durchtrennerin der Fäden. Und alles, was sie zu entgegnen imstande war, war... Das verstehe ich nicht. Das ist gruselig, Ananas-Sirup. Das verstehe ich nicht. Das ist gruselig. Ananas-Sirup. Hör auf damit. Okay, noch einmal für ganz langsame. Du bist nicht Lachi? Erst dann verstand Prim, dass die Person vor ihr in der Tat nicht Lachesis war, sondern deren Schwester Atropos, die Göttin der Zukunft. Ich bin maximal verwirrt. Besteht der Hauch einer Chance, dass du mich in Keres Labor lässt? Atropos wies Prims Begehren zurück und reichte eine höfliche Erinnerung an die Unzuverlässigkeit ihrer Tante in Geldgeschäften sowie an ihre allgemein schwachen Erinnerungsleistungen nach. Was machst du mit den Lebensfäden, nachdem du sie zerschnitten hast? Atropos hätte Prim liebend gerne erzählt, dass sie die Fäden ehrfurchtsvoll in einem eigens dafür angefertigten, goldenen Gefäß aufbewahrte, wo sie für alle Ewigkeit konserviert wurden. Aber die Wahrheit war, sie warf sie in den Garten, damit die Katze damit spielen konnte. Was? Wegen Lachesis und Echo. Atropos hatte erwartet, dass die Tochter des Todes von ihrer liebeskranken kleinen Schwester bereits indoktriniert worden war. Naja, Liebe ist nicht wirklich eine Krankheit, oder? Obwohl Atropos selbst niemals geliebt hatte, war es ihr nicht entgangen, dass jegliche Form der Schwärmerei stets zu großem Schmerz führte. Auf die eine oder andere Weise. Ich würde nicht sagen, dass ich da mehr Erfahrung habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die Sache trotzdem wert ist. Echos Absichten scheinen ehrlich zu sein. Warte nur, bis du ihn besser kennenlernst. Nach dem, was sie bisher von Echo sehen und hören musste, hatte Atropos nicht vor, ihre Bekanntschaft mit der Sirene zu vertiefen. Warum redest du so seltsam? Ein wenig verletzt ob des Wortes seltsam, erklärte Atropos, dass sie, als Göttin der Zukunft, die Zeit nicht wie Sterbliche wahrnahm. Alles, was passierte, egal wann, fühlte sich für sie an wie eine entfernte Erinnerung. Weshalb sie entschieden hatte, sich ausschließlich durch die Verwendung der Vergangenheitsform zu verständigen. Prim war jetzt noch verwirrter als vorher. Nee, es ist nicht dasselbe, wenn ich es mache. Nö. Nö. Wenn du die Zukunft kennst, kannst du mir nicht sagen, wie meine Geschichte enden wird? Atropos sagte Prim höflich, dass in jeder Zeitlinie, in der sie ihr das verriet, die Welt am Ende in Flammen aufging. Oh. Du bist die, die die Menschen umbringt, oder? Den verurteilenden Unterton in Prims Frage ignorierend,
hob Atropos mit ruhiger Stimme hervor, dass alles, was sie tat, das Durchtrennen von Fäden war. So hatte sie mehr gemeinsam mit einem Schneider, denn mit einem axtschwingenden Geisteskranken. Red dir das ruhig ein, wenn dich das nachts schlafen lässt. Hat es überhaupt einen Sinn, mich von dir zu verabschieden, wenn du doch sowieso schon weißt, dass ich gehe? Atropos hatte bislang sämtliche Fragen bezüglich Zeitparadoxa vermieden und war fest entschlossen, es auch weiterhin so zu halten. Verstehe. Diese Fäden haben eine wirklich erschreckende Macht über uns Menschen und bestimmen, wie lange wir leben. Und hier liegen sie einfach auf einer selbstgezimmerten Bar herum. Das Jenseits ist seltsam. Keiner von ihnen sieht gerissen aus. Tristans Lebensfaden muss woanders sein. Ja, da müssen wir halt gucken, ne? Ah, im Hintergrund. Was? Lass mich raten. Atropos war vor mir hier, richtig? Sie blinzelt niemals. Ist dir das aufgefallen? Es ist, als fände sie es lustig, uns mit einer Staubschicht auf der Netzhaut aufwachen zu lassen. Warte, mit wem rede ich gerade? Wenn du dieses Gestammel Reden nennst, dann redest du mit Kloto, der illustren Spinnerin des Schicksals. Ich bin verwirrt. Und ich bin es satt, immer die schlauste Person im Raum zu sein. Okay. Du würdest Keres und mich nicht zufällig in ihr Labor lassen, oder? Ich bin mir sicher, du weißt die Antwort. Ist sie... ja? Okay, okay, schon verstanden. Was denkst du über Lachesis und Echo? Natürlich hat dich meine Schwester bereits um ihren Finger gewickelt. Das tut sie bei jedem, der nicht willensstark genug ist, die Falschheit ihres Unterfangens zu durchschauen. Ich werde diese Verbindung niemals gutheißen. Aber warum nicht? Echo wirkt doch nett. Diese sogenannte Sirene hatte die Nerven, hier vor einigen Tagen aufzukreuzen und irgendwelchen unverständlichen, unhöflichen Wortdurchfall von sich zu geben. Solange er nicht fähig ist, meine Schwestern und mich mit dem uns gebührenden Respekt zu behandeln, kann es keine Zukunft für ihn und Lachesis geben. Und ich glaube nicht, dass sich das jemals ändern wird. Eine Moira zu treffen ist ja so interessant. Ich würde wirklich gerne mehr über euch erfahren. Was ist beispielsweise eure Lieblings... Vergiss es, Kind. Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Mist. Hübsche Katze. Der Name des Katers ist Lucifer. Kann ich ihn streicheln? Natürlich. Wenn du gerne nass wirst. Warum nass wird? Leider muss ich jetzt los. Hades sei Dank. Können wir da durchkriechen? Es ist keine Primklappe. Schade. Verschlossen. Hat man dir nicht beigebracht, fremdes Eigentum nicht anzurühren, du freche Göre? Das ist der Zimmerschlüssel deiner Tante. Und weder du noch deine vergessliche Verwandte dürfen ihn haben. Nicht bis Keres ihre Schulden beglichen hat. Wow, ist sie schlimm. Hey, Kätzchen, Kätzchen. Ich hoffe, ich weiß, was ich hier tue. Odeur de chat. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, was man damit machen kann. Hm.
Wenn du mich so sehr hasst, wie du sagst, warum kommst du dann immer wieder zu mir mit deinem dreiköpfigen Biest? Soll ich mir etwa entgehen lassen, dich hier trostlos und deprimiert hängen zu sehen? Niemals. Probieren wir es einfach mal. Nein, normalerweise sprühe ich nicht irgendwelche Dinge mit Katzenpipi an. Nein. 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 Normalerweise okay, dann nicht. Frage ist, was können wir damit machen? Das Zeugnis eines meiner dunkelsten Momente. Nein. No. Nein. Das will ich nicht katapultieren. Okay. Dann nicht. Wir haben ja noch was anderes, ne? Warum nutze ich die Karte eigentlich nicht? Mal gucken, ob da was Neues ist. Es ist immer dasselbe, wenn ich dir meine Hilfe anbiete. Der mächtige Sensenmann muss alles alleine machen und würde niemals die Verantwortung teilen. Bruderherz, du bist überarbeitet und gestresst. Und die Beziehung zu deiner Tochter leidet darunter. Wenn du mich doch nur mehr einbinden würdest. Ich kann dir helfen. Ich habe Ideen. Das reicht. Ich brauche niemanden, um meine Aufgabe zu erfüllen. Schon gar nicht dich. Dein unzulängliches Erinnerungsvermögen macht das unmöglich. Und je eher du das ein für allemal begreifst, desto besser für uns beide. Du weißt, wo du mich findest, solltest du jemals deine Meinung ändern. Okay. Hier, wo sie gerade steht. Stehe. Kann ich diese Sargballkarte da drüben haben? Schlage mich in einer Partie. Hast du denn schon 8 Karten beisammen? Die brauchst du für ein wettbewerbsfähiges Deck. Ja, habe ich. Willst du spielen? Ja. Ich nehme deine Herausforderung an. Schauen wir mal. Willkommen, Spieler, zu einer weiteren Runde des unterweltbekannten Sargball-Kartenspiels. Der erste Spieler, der den Grabstein erreicht, hat gewonnen. Der bessere Wert gewinnt die Runde. Prim, du bist dran. Wähle einen Wert. Gekontert! Okay. Thanatos, du bist dran. Unschlagbar. Wir verlieren, ne? Thanatos, du bist dran. Ein großartiger Zug. Thanatos, du bist dran. Unschlagbar. Thanatos, du bist dran. Ein verlieren. Großartiger Zug. Thanatos, du bist dran. Unschlagbar. Hey, warum? Wir haben doch hier unten den besseren Wert. Thanatos, du bist dran. Perfekt. Thanatos, du bist dran. Ein großartiger Zug. Thanatos gewinnt. Wir waren schlecht. Wie erwartet bleibt der Tod ungeschlagen. Viele Wesen in meinem Reich spielen dieses Spiel, Prim. Fordere sie heraus und verbessere dein Deck, denn wenn du sie besiegst, werden sie dir Karten geben. Dann kehre zu mir zurück und fordere mich nochmal heraus. Okay. Ja. Aber
Ich würde sagen, auf YouTube werde ich dann erstmal Feier machen für heute und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Prim. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao, ciao.